glaube, es ist keins von beiden. Es ist keine klassische, oder es ist kein klassisches Produkt. Es ist aber auch keine klassische Dienstleistung, sondern wenn ich von meinen Erfahrungen erzähle, verkaufe ich dann eher ja, ein gutes Gefühl oder beziehungsweise es ist in dem Sinn noch nicht messbar, sondern erst, was die mit dieser Erfahrung danach anstellen. Und dann ist es noch umso wertvoller, dieses Produkt oder Dienstleistung oder die gute Zeit, diese Emotionen, die ich letztendlich bei meinen Kunden, bei meinen Besuchern ein bisschen rauskitzle.